Mitten in Winterthur. Ein Haus ist nach einer Gasexplosion eingestürzt. Doch es handelt sich hier um eine Übung zum Glück für die Ausbildung der Katastrophensuchhunde. Die Hundeführerinnen und Hundeführer sind im Verein REDOC zusammengefasst. REDOC steht für Rescue Dog, was so viel wie Rettungshund bedeutet. Also REDOC ist der schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde und wir bilden Hunde auf Suche für Menschen in verschiedenen Sparten aus. Also wir haben Gebirgsflächensuchhunde, wir bilden Mantrailer-Suchhunde aus und jetzt hier sind wir im Training der Katastrophensuchhunde. Der Hund hat von Anfang an gelernt, dass Suchen fängt, wir bauen das langsam aufbauen. Der Hund sucht, weil er das gerne macht, weil er weiss, am Schluss gibt es auch eine Belohnung. Es müssen Hunde sein, die gerne irgendetwas machen, gerne arbeiten und einfach auch ein bisschen Postur haben, dass sie eben zum Beispiel über so schwieriges Gelände laufen können, dass wir sie auch noch lüpfen können. Weil zum Teil müssen wir sie lüpfen, wir müssen so können abseilen. Für die Übung werden Menschen unter den Trümmern versteckt. Die Tiere warten auf ihren Einsatz. Der Verein REDOC befasst sich mit der Suche nach vermissten Wanderern im Gebirge. Die Katastrophensuchhunde arbeiten in Trümmerfeldern. Daneben gibt es Hunde, die nur nach einer bestimmten Person suchen. REDOC verwendet aber auch technische Geräte für die Ortung nach verschütteten Personen. Es ist faszinierend, wie die Tiere mit ihrer Nase zielgerichtet und rasch die verschütteten Personen finden und anzeigen. REDOC ist ein Verein von Freiwilligen mit rund 600 Mitgliederinnen und Mitgliedern. Motiviert, den Menschen zu helfen. Also wir sind ein Verein, wir haben einen Vertrag mit der Schweizerischen Rettungskette, also wir sind Partner der Schweizerischen Rettungskette, aber REDOC ist ein Verein und besteht aus lauter Freiwilligen. Mit den Hunden trainieren wir am Wochenende und am Abend. Und weil es freiwillig ist, wenn wir auch nichts verdienen, müssen wir das in unserer Freizeit machen. Der Verschüttete ist gefunden. Es ist nicht jedermanns Sache, im engen Verloch verschüttet auszuharren. Also meistens sind wir ja nicht allein REDOC. Wir haben noch Leute dabei, das sind Schadenplatzberater, das sind Baufachleute. Da wird zuerst das Gebäude beurteilt, wo sind Gefahren, wo muss man aufpassen, wo darf man überhaupt rein, wie ist es betretbar, das wird zuerst beurteilt. Es werden Informationen eingeholt, wo sind die Leute vermisst, wo könnten sie als erstes sein, weiss man, wo sich die Leute aufgehalten haben, weiss man, wie viele Personen das sind. Man schaut das genau an und dann lässt man den Hund möglichst sinnvoll suchen. Weil ich es extrem faszinierend finde, wie die Hunde suchen. Weil jeder Hund seine eigene Methode sucht. Nicht jeder Hund gleich. Die Ausbildung ist bei jedem Hund eine andere Herausforderung. Und wenn man mit dem eigenen Hund arbeitet, mit der Zeit, das Team, das es gibt, wie man weiss, was der Hund denkt, wie er ihm hilft, wie er auf Hilfe wartet, das finde ich extrem faszinierend. REDOC, ein vorbildlicher Verein, professionell und mit Leistungswillen. Mit Mitgliedern, die hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sind. Im Ernstfall in Erdbebengebieten rund um die Welt. Doch auch hier will jede Belohnung verdient sein.